So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch im letzten Video, im letzten Foodhaul gesagt, dass ich euch den Einkauf von heute Abend nochmal zeige. Wir brauchen noch Getränke und ein, zwei, drei Sachen. Ein, zwei, drei Sachen sind auch mehr mitgekommen als sie sollten. Ich sehe auch ein bisschen ausgelaugt aus. Ich trage jetzt gerade einen Zopf, weil diese Hitze, ne? Macht fertig, ich sehe einfach platt aus. Wir haben auch jetzt gerade 7:30. Genau, ich würde sagen, ich lege los. Zeige euch die Sachen. Es ist nicht viel. Es ist ein riesen Stoffbeutel voll und Getränke. Einmal stilles Mineralwasser für unterwegs. Das trinke ich sehr gerne momentan. Ich brauche kein Sprudelwasser unbedingt. Ich trinke auch Kranwasser momentan lieber als Sprudelwasser. Windelpants für Marie, die haben wir heute beim Edeka nicht mitgenommen und deswegen haben wir die bei Kaufland mitgenommen. Wir hatten mal den normalen Windeln von der Marke. Die waren so, naja, die Windelpants hatten wir jetzt noch nicht, aber bin gespannt, wie die sind. So, dann haben wir eine Melone mitgenommen. Die stand zum Beispiel auch auf dem Zettel, dass wir die brauchen. Genau. Dann für meinen Freund ein Sixer Wasser. Wasser. Cola. Kein Wasser. Und ein Sixer Zero für mich. Genau. Genau. Und jetzt kommt es zum Stoffbeutel, der ist wirklich bis oben gefüllt. Und für manche sind verwirrt, die mir nicht auf Instagram folgen. Ich wohne allein mit den drei Kindern hier. Mein Freund ist jedes Wochenende hier, unter der Woche nur abends. Tagsüber nur ganz selten, wenn er nicht länger arbeiten muss. Genau. Und er hat auch einen Sohn. Und der ist auch alle 2 Wochen hier. Meistens, also nicht immer, aber zwischendurch und natürlich tagsüber, wenn mein Freund auch hier ist. Ich wohne mit den drei Kindern alleine quasi, also weil manche verwirrt sind. Und ja, er ist der Papa von Marie, aber wir wohnen nicht zusammen. Das ist aber ein Plan. Genau. Erdbeerkuchen hat mein Freund mitgenommen. Essen wir morgen oder am Wochenende. Wie gesagt, er soll auch nur einen mitnehmen. Dann hat er sich Zeitschriften mitgenommen, so zwei Tattoo-Zeitschriften und eine Rätselzeitschrift. Okay, hat er sie mitgenommen. Ich habe für die Jungs, für die Großen jetzt am Wochenende Kinder-Cola mitgenommen mit Schwammkopf drauf für die Großen. Dann einmal brauchten wir neue Servietten. Da haben wir zwei, drei Stück nur noch. Nochmal Brötchen, die sind echt lecker vom Kaufland, die wir im letzten Foodtour gesehen haben. Der Samstag online kam, der ist quasi von heute. Ich muss einmal die Marie nochmal hinlegen. Einen Moment. So, was auf dem Plan stand, waren noch Waffeln. Die hat der Leon sich nämlich heute gewünscht. Kosmetik-Eimer, Beutel für den Badezimmer-Mülleimer brauchten wir auch. Käse war im Angebot. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch welchen, aber ich hatte absolut keinen mehr. Deswegen habe ich Leer da mal mitgenommen. Der war im Angebot. Einmal zart würzig und Tomaten-Basilikum. Genau. Dann kam mit Milch-Haselnuss-Schnitten für Marie, weil die laktosefrei sind. Für die Handtasche Intimwaschtücher, wenn ich meine Periode habe und unterwegs mal aufs Klo muss, finde ich sowas gut. Dann für Maries Adventskalender habe ich gesehen, Hansaplast, Frozenpflaster. Und ja, die kommen sehr gut bei Marie im Adventskalender an. Und Marie liebt generell Pflaster. Die kommen gleich auch schon in die Tüte für den Adventskalender. Viele, die mich verfolgen, wissen, dass ich schon Monate vorher für den Adventskalender kaufe, damit es nicht zu teuer wird am November. Genau. Dann nochmal habe ich Eier mitgenommen. Ich habe nämlich nur ein Paket mitgenommen und die reichen einfach nicht. Wir wollen Waffeln selber machen. Ja, ich habe welche gekauft, aber wir wollen auch welche selber machen. Und dann fürs Frühstück oder Rührei, Spiegelei, da gehen schon welche drauf. Einmal Mozzarella-Sticks stand nicht auf der Liste, aber brauche ich. Also brauchten wir eigentlich nicht, aber zwischendurch sind die echt gut zum Snacken. Brauner Zucker brauchte ich einmal. Vor allem, ich bin immer verwirrt. Brauner Zucker, ist brauner Zucker nicht Rohrzucker, der auch braun ist? Oder könnt ihr mir da mal da unten in den Kommentaren schreiben? Ich weiß das absolut nicht.
Dann habe ich nochmal 2 Liter laktosefreie Milch mitgenommen, weil ich nicht weiß, ob wir mit 2 Stück auskommen. Einmal Teegetränk Pfirsichgeschmack. Wir haben eigentlich noch eins, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie voll das noch ist. Hier ist zur Hälfte noch voll. Ich habe die Tropfen gerne zwischendurch da. Hält bei uns ewig. Das ist auch keine Ahnung alt. Dann habe ich nochmal von Rauch den Eistee Strawberry Stripes Kiwi mitgenommen. Den fand ich letztens wirklich lecker. Beim ersten beiden Schlucken dachte ich, aber hinterher fand ich den richtig gut. Dann für Marie und Leon. Einmal für Marie Pepper und für Leon Puff Patrol. Genau, die kommen gleich weg, damit außen Augen außen sind. Und dann freuen die Kinder sich mal, wenn man sowas aus dem Schrank holt. Dann habe ich einmal Sirup mitgenommen, Beerenmix. Wir haben hier Tree Top Sirup und wir trinken ja ganz viel Tee, wie ihr in den aufgebrochten Videos auch immer seht, und auch ganz viel Wasser. Aber zwischendurch haben die Kinder halt mal Lust auf Geschmack und dann trinken die das hier sehr gerne. Und ich dachte, dann teste ich mal, ob die den Beerenmix auch mögen. Genau. So, ein Monster Energy Zero für mich. Mein Freund hat eine Packung Taschentücher eingepackt, obwohl wir noch 2 haben, aber er hat irgendwie immer den Drang, Taschentücher zu kaufen. Spülmaschinentabs, da die ganz günstigen mal zum Testen. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal vom Kaufland hatte. Mein Freund hat sich auch noch ein Energy mitgenommen, Punch. Und dann noch Quetschis für Marie, Baby Vita. Und eine kleine Pröbchenpackung quasi von Hip, denn der Leon geht an jedes zweite Wochenende zu seinem Papa. Und der braucht sich jetzt keine Sonnencreme-Packung da hinstellen. Das lohnt sich für den nicht. Deswegen gebe ich ihm die kleine hier mit. Jedes zweite Wochenende dann. Und dann kann der Leon damit eincremen. Und ich kann die ja im Notfall nachfüllen. Kann man ja aufdrehen. Dann sehe ich immer wieder, dass viele von Ajax Allzweckreiniger schwören. Deswegen habe ich jetzt auch einfach einen mitgenommen. Ich habe gar nicht dran gerochen. Ich finde, es sieht aus wie Weichspüler einfach nur, ne? Und es riecht wie Weichspüler, aber es soll Allzweckreiniger sein. Reinigungskraft. Riecht auf jeden Fall gut. Werde ich testen. Werdet ihr im Aufgebraucht-Video sehen. Genau. Dann habe ich noch mein zweites Ding hier mitgenommen, weil wir halt nicht so oft den haben sie falsch rumgeklebt. Zweites Ding hier vorne. Die kommen auch weg, damit Leon nicht in die Nähe kommt und nur rum, weil die essen das sonst. Aber die haben genug Süßigkeiten, die Marie nicht essen darf. Wegen ihrer Laktose. Genau. Das war jetzt ein kurzes und kleines Video, aber wie gesagt, ich wollte euch das noch zeigen. Ja, wieder viel Geld ausgegeben. Also, heute Mittag habe ich viel mehr für mein Geld bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich bezahlt habe. Irgendwas mit 90 Euro. Aber es sind auch viele Markenprodukte dabei, wenn man so denkt. Obwohl der Energy war im Angebot, aber trotzdem. Die Zeitschrift hat er übrigens bei Lotto Totto geholt. Kennt ihr bestimmt. Ja. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen und hattet mal am einen Mittwoch auch einen kleinen Food Haul. Genau, wollte ich euch einfach nur zeigen. Ja, Erdbeeren haben wir auch nicht bekommen, Himbeeren auch nicht. Waren schon alle weg. Obwohl Erdbeeren hatten sie, aber die haben alle schon ein bisschen geschimmelt. Und da wollte ich keins mitnehmen. Außer eine Packung, die hat nicht geschimmelt, aber die wollte ich nicht mitnehmen, weil ich Angst habe, dass ich das Verschimmelte übersehe. Deswegen müssen wir Freitag nochmal gucken. Genau. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.